Michael Ritsch, Sie und die SPÖ haben heute eine Aktion hier auf der Messekreuzung gemacht. Was war der Anlass dafür? Ja, der Anlass ist sehr aktuell. Die ÖVP und die FPÖ wollen am Mittwoch in der Landtagssitzung beschließen, dass die automatische Teuerungsabgeltung, die für knapp 11.000 Vorarlberger Beschäftigte gilt, nämlich Krankenschwestern, Kindergärtnerinnen, Bauhofmitarbeiter, sämtliche Gemeindebedienstete, Landesbedienstete, dass das abgeschafft werden soll und man auf gut Deutsch in Zukunft frei verhandeln muss, wie hoch die Gehaltserhöhung ist. In der Vergangenheit war es so, dass zumindest die Inflationsabgeltung jeder bekommen hat und das, was die Gewerkschaft zusätzlich ausverhandelt hat, noch dazu bezahlt wurde. Jetzt argumentiert man damit, man will gerechter verteilen, das heißt unten mehr, oben weniger. Dafür stehe ich auch, aber nicht in dieser Form, wie Sie es jetzt machen. Wir haben daher Abänderungsanträge vorbereitet für die Landtagssitzung, in denen es darum geht, dass bis zur Höchstbemessungsgrundlage, also knapp 4.000 brutto, jeder die Inflationsabgeltung bekommen soll, plus das, was die Gewerkschaft verhandelt. Und für den Betrag, der darüber ist, soll man nichts bekommen. In Bregenz sind von knapp 500 Beschäftigten lediglich 20, die in einer Gehaltsklasse liegen, die über der Höchstbemessung ist. Also 96% der Beschäftigten verdienen unter 4.000 brutto. ÖVP und FPÖ wollen das generell kürzen. Und wir schauen jetzt an, wie sie sich verhalten werden und haben daher heute an der Messekreuzung in einer öffentlichen Aktion mit Tafeln auch die Öffentlichkeit darauf hingewiesen, dass es um die Kindergärtnerinnen geht, dass es um Krankenschwestern geht, um Pflegerinnen, um Menschen, die tagtäglich für uns da sind, Menschen, die sehr wenig verdienen im Verhältnis und denen will man jetzt nicht mal mehr die Inflationsabgeltung gelten. Das ist eine Sauerei, das zeigen wir hier auf und ich glaube, die Aktion hat sich jetzt schon gelohnt.